Look at this. That is amazing. Thomas, away with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Freitag-Podcasts, wo ich die Fragen beantworten möchte, die ihr gestellt habt auf facebook.com/drevogt, twitter.com/drevogt oder per E-Mail an dre@3m5.de. Präsentiert wird das Ganze von der Patreon-Aktion, die ich vor, glaube ich, knapp 2 Wochen jetzt gestartet habe. Ihr werdet es mitbekommen haben, ich habe es ja überall kommuniziert. Es geht darum, dass aus diesem kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel mehr werden soll. Ja, tiefe, qualitativ hochwertige Artikel über Basketball in deutscher Sprache sollen geschrieben werden. Es soll mehr Podcasts geben mit Gästen von den Groß-Events, die es gibt, so in der Basketball-Welt, so von den NBA-Finals über das All-Star-Game zur Draft, zur FIBA-WM, zur FIBA-EM, zum Basketball Without Borders vielleicht, zum Euroleague Final Four natürlich, zum Eurocamp der NBA. Von all diesen Großevents soll berichtet werden. Es soll etwas ganz Neues sein und das Ganze ein bisschen aufs nächste Stufe bringen. Das kostet natürlich Geld. Wie gesagt, das könnt ihr beitragen. Mittlerweile sind wir bei knapp $2,300, die jetzt reinkommen brutto. Das ist schon eine Menge. Wenn ihr Interesse habt daran, einfach mal gucken auf facebook.com/drevogt, da gibt es jetzt ein FAQ oben auf der Seite, wo die wichtigsten Fragen, glaube ich, da geklärt werden. Aber kommen wir zu euren Fragen, denn die soll natürlich heute das Thema sein. Jens Nieswand fragt, macht es wirklich Sinn für die Cleveland Cavaliers, Andrew Wiggins für Kevin Love zu traden? Meiner Meinung nach hat Wiggins sogar mehr Potenzial als Love. Zwar fehlt noch etwas, aber in den kommenden Jahren sehe ich ihn als amtierenden All-Star. Ja, momentan, glaube ich, gibt es kein Thema, was so heiß diskutiert wird, denn wieder erwartend, ich glaube, das kann man schon sagen, sie waren ja vor ein paar Tagen noch komplett dagegen, dass sie Andrew Wiggins traden wollen, die Cavaliers für Kevin Love oder als Teil eines Deals dorthin schicken wollen würden. Das hat sich geändert, angeblich. Angeblich sind sie, wenn man diesen Quellen immer glauben darf, jetzt doch bereit, Wiggins abzugeben, um halt Love zu holen. Und das ging jetzt sehr schnell. Natürlich überlegen jetzt alle und reden sich die Köpfe heiß und wir hier natürlich jetzt auch, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Die Geschichte ist aber relativ schwierig, muss ich auch ehrlich für mich jetzt sagen, zu bewerten. Denn wir traden ja jetzt nicht 2 Spieler gegeneinander, die schon in der NBA etabliert sind. Das ist bei Love natürlich der Fall, aber bei Wiggins eben nicht. Wir haben bei Wiggins jemanden, der vor 1,5 Jahren als potenzieller Nachfolger von LeBron James gesehen wurde, der damals auch wahrscheinlich der erste Pick der Draft gewesen wäre, wenn er kein College gespielt hätte. Und ein Jahr später sah es ein bisschen anders aus. Da hat man halt Joel Embiid vorne gesehen, der dann im Endeffekt nur nicht gezogen wurde aufgrund seiner Verletzung. Und Wiggins hat am College schon ein paar Sachen vermissen lassen, die man vielleicht gerne von ihm gesehen hätte. Trotzdem hat er natürlich ein Riesenpotenzial, aber niemand weiß wirklich genau, was sich davon jetzt realisieren lässt, von diesen athletischen Voraussetzungen und auch dem Rüstzeug, das er bereits ja sein eigen nennt als Basketballer. Also ist so ein Trade jetzt halt eine Wette. Also auf was wette ich jetzt? Wette ich drauf, dass Wiggins halt wirklich ein Dauer-All-Star wird und neben LeBron James wächst als Spieler und lernt und vielleicht dann doch nochmal ähnlich dominant wird, weil er halt, wie gesagt, den besten Spieler der Liga neben sich hat? Oder wette ich darauf, dass ein Kevin Love mit seinem Rebounds, die er ja greift, mit seinem Outlet Pass, natürlich vor allem mit seiner Potenz von der Dreierlinie und seinem smarten Spiel vorne, dass der perfekte Partner ist eigentlich für LeBron James und dass ich mit diesem Duo plus natürlich Kyrie Irving und was dann nach so einem Trade noch übrig bleibt und was dazukommt, mehrfacher Meister werden kann. Das ist jetzt die riesige Frage und da kann man die Cavs zum einen nicht drum beneiden, ja, weil es eine schwierige Wahl ist. Zum anderen, glaube ich, gibt es eine Menge Teams, die gerne von der Wahl stehen würden, weil im Endeffekt sind beide Aussichten ja recht gut. Klar, bei Wiggins weiß man halt nicht, was kommt. Ja, Love war jetzt ein paar Mal verletzt, keine Frage. Das war jetzt aber keine Verletzung am Knie oder irgendwas am Rücken, wo man denkt, gut, da ist chronisch was im Argen, sondern der hat einfach verletzt, der hat sich verletzt. Noch ein paar Freak-Sachen dabei, ich glaube, die Hand war ja bei Liegestützen, die er sich da gebrochen hat.
Von daher ist das ja, was man davon ausgehen kann, dass wirklich auch gesund bleibt die nächsten Jahre und auch auf diesem Level, den er halt hat, weiterspielt. Und ich kann mich momentan gar nicht dazu durchringen, was jetzt richtig oder falsch wäre, denn für beide Seiten gibt es halt wirklich gute Argumente. Wenn Love kommt, die Pluspunkte habe ich angesprochen, bringt natürlich auch eine Defensive mit, die ja, unterer Durchschnitt ist. Ist jemand, der jetzt nicht um den Ring beschützt, obwohl er Power Forward ist. Du brauchst auf jeden Fall ein richtiges Center daneben, der auch als Shotblocker fungiert. Den haben die Cavaliers natürlich nicht. Und wenn Love auch dann viel Geld verdienen möchte im nächsten Vertrag, natürlich auch mal dann schwer, dann in der heutigen NBA die Leute überall zu finden. Dann auch ins eigene Gehaltsgefüge einpassen zu können. Von daher muss man da mal ein bisschen abwarten. Aber Wiggins, ja, bei allen Vorteilen, die er hat, was ist, wenn er jetzt den Erwartungen nicht gerecht wird? Was ist, wenn er so eher die mittelmäßig schlechten Leistungen jetzt in der Summer League bestätigt? Es ist halt eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich glaube, alle, die jetzt sagen, okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, naja, die schlagen sich da also auf eine Seite und hoffen, dass halt bei einer 50-50-Chance das Richtige bei rauskommt. Ich glaube, wie gesagt, es ist ein Luxusproblem, was die Cavaliers jetzt haben. Ich würde mich da jetzt gar nicht entscheiden wollen. Allerdings kann ich verstehen, dass man sagt, gut, LeBron James ist jetzt hier. Er ist in der absoluten Prime, wie man die Amerikaner ja gerne sagen. Also er hat seine besten Jahre als Basketballer gerade, die er spielt. Und warum sollen wir jetzt nicht hingehen und jemanden holen, der schon fertig ist, wo wir wissen, was wir bekommen? Ja, anstatt auf jemanden zu setzen, der sich noch entwickeln muss. Von daher kann ich es verstehen und würde vielleicht einen Tucken dazu jetzt lehnen, dass sie ihn halt holen. Wenn man halt nicht dann komplett alle jungen Spieler abgeben muss, sondern hoffentlich einen Dion Waiters dann auf die Reihe bekommt, dass man ihm sagt, pass auf, du schießt einfach jetzt Dreier und das ist gut. So, du musst den Ball nicht dominieren. Dann könnte das schon passen. Und dann ist es vielleicht auch die bessere Entscheidung, weil es einfach diesen Faktor gibt, was ist denn, wenn sich LeBron James auch mal verletzt? Ja, was ist denn, wenn James in 2 Jahren dann doch wieder weg will? Dann hat man zumindest jetzt die 2 Jahre maximiert mit einem Spieler, der einfach wirklich das bringt, was man von ihm erwartet. Aber sicher kann man sich ja nie sein, auch überhaupt mit Verletzungen, aber ist eine super schwere Entscheidung und ich kann mich da nicht jetzt weder ganz klar auf die eine noch auf die andere Seite schlagen und sicher ist auch logisch, wenn sich jetzt Cleveland für eins und das andere entscheidet und das klappt halt nicht, dann werden sie natürlich im Nachhinein gesteinigt. Hendrik Loke fragt, was hältst du von Lance Stevenson Entscheidung zu den Hornets zu wechseln? Ein kluger Move oder hätte er lieber in Indiana bei Larry Legend bleiben sollen? Was das Gehaltsmäßige angeht, das möchte ich jetzt gar nicht großartig thematisieren. Ich denke, das ist in dem Fall auch jetzt nicht so super wichtig. Ich glaube, es geht ums Sportliche und es geht um das, was da zwischenmenschlich passt oder auch nicht gepasst hat. Wir sprechen erstmal über diese Mentorenrolle von Larry Bird. Der hat ja, pun intended, sagt der Amerikaner, hat natürlich jetzt diesen Lance Stevens in den letzten Jahren unter seine Fittiche genommen und ihn entwickelt als Spieler. Ja, Born Ready, das war sein Spitzname. Ich glaube, da gab es auch mal sogar ein Doku oder so ein Film sogar auf YouTube über ihn als Highschooler in Brooklyn. Da haben ja alle schon gesagt, als er in der 8. Klasse war, der wird NBA-Star, der auf jeden Fall und wurde an den Himmel gelobt. Und wie es dann so oft läuft bei jungen Spielern, die zu früh gehypt werden, kommt am Ende da wenig bis gar nichts bei raus. Und ist eher schädlich, als es hilft. Und das war jetzt hier auch der Fall. Und kam in die NBA, dachte er wäre viel besser, als er ist. Und Larry Bird ist halt zu ihm durchgedrungen, hat ihm halt sagen können, weil er auch zugehört hat, Junge, du bist nicht so gut. Hör mir zu, ich zeig dir, wie du gut wirst. Und dann hast du, ja, große Chancen, ein sehr guter Spieler zu werden. Ich denke, ähnlich wird das Michael Jordan auch gelingen. Klar ist Larry Bird nicht Michael Jordan. Ich glaube, Michael Jordan hat eine ganz andere Ansprache so, was die Spieler angeht. Aber ich denke, wenn man auf Larry Bird hört, als Afroamerikaner aus, ja, glaube ich, Coney Island, Brooklyn kommt er ja, der Born Ready, dann höre ich wahrscheinlich auch auf Michael Jordan. Denn ich denke, der war wahrscheinlich in der Jugend von Lance Stevenson vielleicht eher das Idol, dem er nachgeeifert hat, als ein Larry Bird. Und er wird eine Menge auch von Jordan lernen können. Und Jordan wird ihm auch nichts durchgehen lassen, nicht wo er jetzt auch in ihn investiert und ihn geholt hat, um halt auch sein Team jetzt mit dem neuen Namen, mit den neuen Trikots und allem aufs nächste Level zu heben. Und ich gehe davon aus, dass es da jetzt nicht einen großartigen ja, Dienst nach Vorschrift gibt. Oft heißt es ja, wenn Spieler halt einen neuen Vertrag unterschreiben, dann fallen sie halt hinten runter. Gerade vielleicht Leute wie er, die ein bisschen auch enttäuscht waren jetzt, wie das alles gelaufen ist in der vergangenen Saison. Aber Stevens hat ja einen Vertrag,
der so strukturiert ist auf sich selber halt wette, dass er halt sagt, also ich denke, ich unterschreibe lieber einen kürzeren Vertrag und bringe halt tolle Leistung und dann komme ich halt wieder und dann kriege ich halt den richtig dicken Kontrakt. Und dann habe ich halt nicht ein paar Jahre für weniger Geld gespielt, als ich eigentlich sollte. Und deshalb denke ich, dass Lance Stephenson da sehr gut funktionieren wird, was die ganzen sportlichen Sachen halt angeht. Allerdings, und das hört man ja auf vielerlei Stellen, in Indianapolis ist man nicht unbedingt böse, dass er weg ist. Ja, sonst hätte man schon auch ein bisschen mehr Geld geboten. Und vergangene Saison gab es ja eine Menge Gerüchte, beim All-Star Game ging das auch rum, dass halt wirklich in Lance Stephenson da so jemand ist, von dem die anderen vielleicht spielerisch schon eine Menge halten, und der auch Leistung gebracht hat, der aber irgendwie zwischenmenschlich da Probleme hatte. Und wir haben die Sachen gesehen, die er in den Playoffs gemacht hat. Das kann man jetzt so oder so auch wieder interpretieren, aber ich glaube, er ist schon ein Spieler, der nicht einfach ist. Und dass die Pacers vielleicht denken, dass sie jetzt gerade mit Verpflichtung von Rodney Stuckey mit dem Wachsen des Kaders an sich, dadurch bedingt, dass sie auch einen Paul George auf Shooting Guard spielen kann, dass sie es ganz gut auffangen können. Aber es wird spannend sein. Also ich glaube, die Pacers sind jetzt nicht mehr so gut, wie sie vorher waren. Allerdings haben die Pacers in den letzten Jahren öfter schon mal überrascht, mit ihren Verpflichtungen, mit ihren Kaderideen. Warten wir es mal ab. Was Charlotte angeht, klar, die haben jetzt halt eine erste Fünf, die durchaus sehen lassen kann. Wenn man davon ausgeht, dass ein Kemba Walker da jetzt startet, neben Stevenson im Backcourt, dass dann Michael Kidd-Gilchrist hoffentlich mal im nächsten Schritt mal vielleicht mal ein bisschen was Richtung Sprungwurf entwickeln kann. Dann hat ein Cody Zeller, Noah Vonleh dann auf der 4 und unten steht da Al Jefferson. Also ich denke, das ist schon okay. Ist jetzt nicht ein riesiger Schritt nach vorne. Ich glaube, dafür ja noch zu viele Fragezeichen dabei. Aber auf jeden Fall ist das eine Mannschaft, die im Osten jetzt so in diesem breiten Mittelfeld mitschwimmen kann und auch ja nach oben schielen kann, je nachdem, wie sich halt Sachen entwickeln. Aber ich denke, für Stevenson war es jetzt eine gute Entscheidung. Er kommt in eine neue Situation, er kann sich dann neu beweisen, er kann einfach den Ruf, den er hat, in bestimmten Kreisen jetzt auch noch ein bisschen korrigieren. Und ja, das ist doch gut. Da, glaube ich, kann man ihm das nicht irgendwie ankreiden. Janis Karl fragt, was machen die Suns mit Dragic, Bledsoe und Thomas? Kommt noch ein Trade? Und wenn ja, wer muss gehen? Ich habe gelesen, dass die Pacers Interesse an Dragic haben. Ja, die ganze Problematik oder diesen ganzen Umstand mit Isaiah Thomas, dass er jetzt kam, den haben wir ja am Dienstag, der Dienstagshow besprochen, der Sepp und ich. Dass Thomas jetzt kam, wurde ja direkt gefolgt von der Nachricht, dass die Suns und Bledsoe bei den Vertragsvorstellungen des Restricted Free Agents Eric Bledsoe relativ weit auseinanderliegen. Ja, Bledsoe möchte halt einen Maximaldeal. Die Suns, glaube ich, nur 4 Jahre für 48 Millionen ihn halt weiter beschäftigen. Da muss man jetzt abwarten. Kommt noch eine Mannschaft, die sagt, nö, hier hast du den Maximaldeal. Entweder ja, um sich wirklich zu sichern oder einfach den Suns Schnippchen zu schlagen, weil die dann das Geld hinlegen müssen, um ihn zu halten. Da bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt noch sehen. Eigentlich wollen die Suns ja alle Angebote halt matchen, also damit gleichziehen und ihn halt auch dann halten. Aber die Frage ist halt, gibt es einen Markt für Eric Bledsoe? Ja, warum gibt es keine Angebote bisher? War das nur der Fall, weil alle denken, okay, die Suns ziehen eh gleich, verschwenden unsere Zeit nicht? Oder denkt der Rest der Liga oder die vielleicht die Mannschaften, die ein Loch haben auf Point Guard oder Shooting Guard, dass sie trotz aller Leistung, die er gebracht hat, nicht genug gesehen haben, um ihn halt für viel, viel Geld zu verpflichten? Denn wenn du einen Restricted Free Agent haben willst, wir haben es bei den Mavs und Chandler Parsons gesehen, dann musst du halt auch ein bisschen überbezahlen. Da muss man mal abwarten. Wenn Bledsoe natürlich dann geht, logisch, dann hat man Dragic, dann hat man Thomas, dann passt das wieder so, dann kann man ungefähr weiterspielen, wie man das vorher auch getan hat. Obwohl ich dann schon denke, dass es defensiv bisschen problematisch ist, denn Bledsoe ist ja schon jemand sehr bullig, der kann auch Shooting Guards verteidigen effektiv. Man kann mit allen dreien spielen, je nachdem, wie viel Geld man jetzt dann Bledsoe zahlen muss. Das haben wir am Dienstag auch erzählt. Im Zweifel bin ich jetzt sehr gespannt, was da jetzt passiert, denn wenn Bledsoe irgendwo ein Maximal-Deal angeboten bekommt, würde ich momentan davon ausgehen, dass man ihn vielleicht sogar versucht, einfach per Sign and Trade abzugeben. Um mal den eigenen Kader wieder aufzupolstern. Denn danach dann Dragic zu traden, schwierig. Bin ich gespannt. Also bin ich wirklich gespannt. Ich glaube auch, klar, man kann immer sagen, ja, die haben ja keine Not, ihnen ein großes Angebot zu machen. Aber ich glaube, wenn du einen Free Agent hast und klar ist alles ein Business, aber wenn du da nicht hingehst und dem halt ein gutes Angebot machst, und also er denkt ja, 12 Millionen ist nicht gut, dann ist es vielleicht auch für die zukünftige Zusammenarbeit nicht unbedingt so super einfach, wenn der sich halt nicht wertgeschätzt fühlt
Muss man beobachten, ist für mich so jetzt vielleicht sogar die interessanteste Frage, was so die Free Agency angeht in den nächsten Tagen und vielleicht auch ein, zwei Wochen. Dennis Mais fragt, sollte Josh Smith zu den Kings kommen, hätten wir doch mit Smith, Rudy Gay und DeMarcus Cousins den Frontcourt, bei dem sich jeder Trainer die Haare raufen würde, ob der Wurfauswahl und generell nicht cleveren Spielweise. Was wäre der passende Backcourt dazu, um das Chaos perfekt zu machen? Auf Point Guard Brandon Jennings und auf der 2 J.R. Smith. Ja, das könnte man natürlich so stehen lassen. Ja, ich bin gespannt. Also, auf der einen Seite haben wir natürlich Rudy Gay, der vergangene Saison, als er dann nach Sacramento kam, ja eigentlich schon effizienteren Basketball gespielt, was man gar nicht glauben sollte bei den Bedingungen. Aber der fand da in die Spur und bleibt jetzt ja auch in seinem Vertrag drin. Noch ein Jahr ist er noch da. Von daher ist es ja gar nicht so, so super wild, wie man es vielleicht denken sollte. Klar, der Marcus Cousins ist jemand, der gerne von zu weit draußen wirft, was er ja manchmal auch ganz gut kann, aber das ist natürlich nicht die effizienteste Spielweise, ist auch klar. Aber natürlich wahnsinniges Talent und auch wahnsinniges Stats dieses Jahr gebracht. Smith dazu zu holen, macht für mich trotzdem relativ wenig Sinn, weil ich mir denke, er ist ja nicht der Typ Power Forward, der von draußen halt schießen kann, das Feld weit macht für jemanden wie Cousins. Ich denke, das ist so das, was die Kings eigentlich bräuchten, neben Boogie, wie ihn ja momentan irgendwie jeder nennt. Man muss einfach ein bisschen abwarten. Also ich denke, wenn man einen Point Guard und einen Shooting Guard dazu holt, dann werden es natürlich eher Leute, die erstmal an den Pass denken und dann auch natürlich von draußen werfen können. Von daher wäre eine Verpflichtung jetzt von Rondo, die auch immer wieder im Raum steht, vielleicht auch nicht unbedingt so, so super clever. Klar ist ja jemand, der dann ja mit Ben McLemore oder Nick Stauskas, je nachdem, wer da jetzt vor zwei startet, Leute hat, die schießen können. Aber ich glaube, mit dem Frontcourt, da brauchst du halt schon wirklich lieber einen Shooter mehr als einen Shooter zu wenig. Aber klar, ich glaube, die Kings denken, dass jemand wie Rondo da halt hingehen kann und einfach das Ding, den Ball verteilt. Ja, und dann auch dafür sorgen kann, dass vielleicht dieser auf den ersten Blick nicht ganz so passende Frontcourt eben dann doch ganz gut zusammen agiert. Aber ich bin sehr gespannt. Ich denke, das ist so ein bisschen das Fantasy Game Manager Syndrom da in Sacramento und versucht irgendwie Leute zu holen mit großen Namen. Aber ich weiß nicht, ob es im Endeffekt dann alles so viel Sinn macht. Aber sind wir gespannt. Ich denke, in Detroit würden sich viele Leute freuen, wenn Josh Smith getradet werden würde. Thomas Lux mit einer Frage, die ich dann schnell beantworten werde, zum Vertrag von Cameron Anthony. Da steht drin, dass er eine No-Trade-Clause hat und einen 15-prozentigen Trade-Kicker. Was ist ein 15-prozentiger Trade-Kicker? Das ist eine Klausel, wo drin steht, dass der Spieler, wenn er getradet wird, und Anthony kann ja gegen jeden Trade, kann er halt wirklich sein Veto einlegen, wenn er getradet wird, steigt sein Gehalt um diese Prozentzahl, was dann immer was man schwierig macht, auch jemanden noch zu traden, weil ja die Gehälter immer ungefähr stimmen müssen, wenn man mit Teams dealt, die beim Salary Cap liegen. Jan Wilhelm, also der Grundfall dazu noch, ist halt auch nochmal was, um halt, wenn man jetzt keine No-Trade-Clause hat, um halt auch sich gegen Trades vielleicht auch ein bisschen ja, wehren zu können als Spieler, dass nicht jeder Deal halt dann durchgehen kann. Jan Wilhelm, Carlos Boozer zu den LA Lakers. Sinn oder Unsinn dieses Deals? Ja, Boozer war ja jetzt geamnestiert worden. Ich amnestiert, das ist ja das Wort, was ich hier benutze, wo ich gar nicht weiß, ob es wirklich, es wirklich gibt. Und was dann passiert ist, mit allen Spielern, die per Amnesty entlassen werden, dann gibt es halt so eine stille Auktion, wo halt die Teams, die sich ihn leisten wollen und können, Gebote abgeben und dann kriegt das Team, was am meisten bietet, den Zuschlag. Und das waren jetzt halt die Lakers. Ich glaube, es sind 3, was, 1, 2 Millionen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt haben sie ihn geholt für ein Jahr. Dann vertut sich da also nichts in Sachen Flexibilität in die Zukunft. Und wir haben ja am Dienstag mal so einfach nochmal so in den Raum geworfen, was wäre denn noch möglich für die, um sich zu verbessern, auch gerade im Frontcourt, wäre einfach Amar'e Stoudemire einfach aufzunehmen für ein Jahr, weil Geld in LA keine Rolle spielt. Nochmal so eine Option, das Team zumindest ein bisschen aufzupolstern, um nicht komplett im Westen zu versinken. Jetzt ist Boozer gekommen, was natürlich viel billiger ist. Und der natürlich einen ähnlichen Fall darstellt. Das ist auch ein Power Forward, der früher natürlich extrem gute Zahlen aufgelegt hat und mittlerweile so ein bisschen ja, ans Ende der Karriere kommt und ja, Nachteile hat. Gerade natürlich defensiv, weil er kein Shotblocker ist.
Und ein bisschen klein auch für die Vier und auch kein Stretch-Vierer. Ihr kennt die Story. Ich denke, er ist natürlich für das Geld jemand, der auf jeden Fall wahrscheinlich mehr einbringt an Leistung, als er an Kohle überwiesen bekommt. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie das da jetzt laufen soll im Frontcourt der Lakers. Also man hat Jordan Hill geholt, das wird ja wohl der Starter auf der 5 sein, da gehe ich mal davon aus. Robert Sacre dahinter. Und auf der 4 hat man jetzt Boozer, Julius Randle und Ed Davis. Und ich denke, dass Ed Davis jemand ist, dem man ja durchaus ein bisschen mehr Spielzeit geben könnte. Ich dachte aber, dass er nicht hinter Randle dann jemand sein würde, der die Minuten dann bekommt und je nachdem, wie gut Randle funktioniert, auch mehr spielen kann, weil einfach jemand ist, der ja so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber doch effizient Basketball spielen kann und auch viele von den kleinen Dingen halt macht. Jetzt hat man einen Boozer dazu geholt, jetzt hat man drei Mann auf der 4 und ich sehe jetzt, also Ed Davis, kann der auf der 5 spielen, aber glaube ich wirklich nur im Notfall. Also jetzt klar, wenn man jetzt keine großen Ambitionen hat, geht das vielleicht auch irgendwie. Also bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, was da jetzt passiert. Allerdings, ja, die Lakers, im Endeffekt geht es ja dieses Jahr nur darum, jetzt werden alle Lakers-Fans wieder ausrasten wahrscheinlich, aber es geht ja eh nur darum, das halbwegs erträglich zu gestalten, das Ganze, und sich halt nicht die Flexibilität zu nehmen für die kommenden Jahre, um da halt wieder auf dem Free-Agent-Markt zuschlagen zu können. Marco Heisenberg fragt, wie schätzt du die New Orleans Pelicans nach ihrem Trade mit Houston und Washington für Ömer Aşık ein? Besser, sagen wir es mal so. Denn was letztes Jahr New Orleans gefehlt hat, das war ja einfach wirklich so ein Center, der defensiv gegenhalten kann. Anthony Davis hat er ein paar Mal gespielt letzten Jahre, aber das war nicht die Top-Lösung. Er ist einfach kein Center. Er ist halt so ein Power Forward, wie man sich momentan eigentlich zusammenbauen würde im Labor, wenn das ginge. Ja, ein Shotblocker, gute Defense, aber auch beweglich, athletisch, kann auch ein bisschen werfen. Und klar wird es Spiele geben und Matchups, wo er auch mal auf die 5 rutscht und Ryan Anderson dann reinkommt. Aber in der Regel möchte man schon niemanden haben, der wirklich dann den Korb beschützt. Und da ist Aşık natürlich einer, der das kann. Ja, ist kein toller Freiwerfer. Ist aber auch in dem Fall kein großes Problem, denn dann kann man halt wirklich mal in der Crunch-Time Davis runterschicken und Anderson rein. Das ist schon okay. Also es ist schon ein Frontcourt, der einem gefallen kann. Ich würde mir ein bisschen Sorgen machen, jetzt was so die Tiefe angeht. Alexis Angersin und Jeff Withy dahinter. Das ist vielleicht sogar noch okay, aber das ist auch keine Mischung da auf den beiden großen Positionen, die ja so unfassbar gut ist, wo der Rest der Liga jetzt Angst davor hat. Das ist schon ist gut. Ist gehobener Durchschnitt auch im Westen, wenn man den ganzen Frontcourt sieht, noch mit Tariqi Evans oder Omri Caspi dahinter, dann ist das okay. Und ich denke einfach, dass diese Pelicans ja wirklich dieses Jahr so in Playoff-Reichweite kommen können. Ob es im Endeffekt reicht, hängt davon ab, wie Jrue Holiday zurückkommt. Aber wenn der fit ist, was ich nicht ganz glaube, weil wir haben es oft gesehen, diese Kreuzbandrisse, das ist dann schon was, ja, was dann vielleicht anderthalb, sogar zwei Saisons braucht, bis man wieder auf einem wirklich guten Level ist. Aber ist ja okay. Es geht Schritt für Schritt voran in New Orleans und sie haben da jetzt zumindest eine ganz gute erste 5. Mal gucken, was mit Eric Gordon noch ist. Kann Austin Rivers nochmal einen Schritt nach vorne machen. Aber die Pelicans sind auf jeden Fall weitergekommen und ich glaube, die Fans können sich da wirklich freuen. Jordan Smith fragt, sind die Verträge von Dwayne Wade und Luol Deng auch wegen des bald einsetzenden neuen TV-Deal zu kurz oder hat das andere Gründe? Ich glaube, dass der Hauptgrund eigentlich dafür in Miami ist, dass man halt ein neues Team aufbauen kann danach. Denn die Verträge von Wade, der ja okay, aussteigen kann, auch schon im kommenden Sommer, wenn er den unbedingt möchte, genau wie Danny Granger, die enden 2016. So, und 2016 ist halt ein Jahr, wo Kevin Durant zum Beispiel Free Agent wird, wo Joakim Noah Free Agent wird, Al Horford, ich mich ganz falsch, Al Horford auch, ja, Nicolas Batum, das ist natürlich kein Star, aber ihr merkt, es sind ein paar Spieler, die man brauchen kann. Darren Williams auch, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal möchte, aber klar, es geht vor allem um Durant. Und wenn man den natürlich haben kann in Miami 2016 und dann vielleicht auch die Chance hat zu sagen, Mensch, wir verlängern halt hier, je nachdem, nochmal mit Deng, wenn er daneben passt, so, was ich aber nicht wirklich glaube, dann kann man die noch behalten, die Spieler, die man haben möchte. Wenn Dwayne Wade jetzt noch was im Tank hat und sein Knie nicht mehr so merkt, könnte man auch noch mal behalten für kleineres Geld. Aber vor allem geht es halt darum,
klar, die Gehaltsrolle so runter zu cutten, dass man im Endeffekt dann Platz hat wieder für einen ganz großen Wurf. Denn das ist der Masterplan von Pat Riley. Der will jetzt nicht irgendwie, wenn es geht, noch dabei bleiben und dann schauen, dass man da jetzt Stück für Stück das Team zusammenbaut. Das ist halt nicht sein Naturell. Der hat ja auch keine Lust und keine Geduld für. Nee, der will jetzt direkt wieder Vollgas geben. Und der einzige Spieler, den er halt, das heißt direkt, also in 1,5 bis 2 Jahren, und der einzige Spieler, den er unter Vertrag hat, noch darüber hinaus über 2016, ist halt Josh McRoberts. Und der passt ja mit seinen Fähigkeiten zu jeder Mannschaft eigentlich. Also ist klar, jetzt 2 Jahre mitschwimmen im Osten, mal gucken, was geht. Vielleicht hat man auch noch die Chance durch einen Deal, der auch wieder nicht das Salary Cap belasten sollte, über 2016 hinaus, sogar im Eastern Conference Final zu spielen. Ja, der Osten momentan, wie es präsentiert, da kann auch viel passieren, keine Frage, aber wie es momentan präsentiert, gibt es ja eine Menge Teams, die da Hoffnung drauf machen können. Und Miami gehört sogar dazu irgendwo. Ja, 2016 hat die Chance, komplett neu anzufangen und wieder eine Decision herbeizuführen. Ob das alles funktioniert, ist eine andere Frage. Aber die Heat wollen sich einfach da in dem Fall die Flexibilität lassen. Bei denen kann man glauben, man vielleicht vermuten, dass er auch gedacht hat, Mensch, vielleicht kriege ich dann wieder ein bisschen mehr Geld. Aber gerade bei Wade, da kommt es ja danach nur noch darauf an, wie er überhaupt noch spielfähig ist und wie lange er noch in der NBA bleiben möchte. Julius Hill fragt, Adam Silver hat auf einer Pressekonferenz in Las Vegas gesagt, dass die NBA bei einem Turnier in der Mitte der Saison im Format wie zum Beispiel dem FA Cup oder dem DFB-Pokal im Fußball nachdenkt. Was hältst du von so einer Idee? Wenig bis absolut gar nichts, mit der Tendenz zu absolut gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Denn es gab immer schon Ideen, auch Bill Simmons hat das ja immer reingeworfen, am Ende der Saison mal so eine, ja, so ein Turnier zu spielen, aber dann um Draftpicks irgendwie. Hört sich mal gut an und wäre bestimmt auch ganz, ganz, ganz clever. Aber die Idee jetzt, ja, finde ich total schwierig. Also in der Saison, wie soll das denn jetzt laufen? Es müsste ja Pokalspieltage geben, wo die Teams gegeneinander antreten und dann im K.O.-System würden die dann draufkommen nochmal auf den normalen Spielplan. Wie guckt man dann, dass im Endeffekt, ja, wie guckt man, dass die Leute im Endeffekt dann nicht, was ich Back-to-Back spielen, während die andere Truppe halt 3 Tage Pause hatte. Das ist ja schon organisatorisch ein ziemliches Brett. Kriegt man schon irgendwie hin, keine Frage. Oder man zieht halt alle Teams zusammen für 4, 5 Tage in Las Vegas. Das ist, glaube ich, auch so einer von den Plan, von den Plänen. Und spielt dann da das Turnier und spielt halt jeden Tag. So wie die College-Turniere am Ende der College-Saison. Also diese Liga-Turniere. Das ist meiner Ansicht nach einfach Blödsinn. Weil es ja für die Spieler keine Bedeutung hat. Ja, es geht wirklich nur um die NBA Championship. Ob du nur den NBA Cup gewinnst, was ist denn da ja, der Benefit? Was holst du denn da raus als Spieler? Vielleicht eine Prämie irgendwie, aber mit Geld kann man den allermeisten ja nicht kommen. Und es ist ja nicht so, dass der Verein danach Champions League spielt oder Europa League, denn das gibt es ja nun mal im Basketball nicht. Von daher, nee. Klar, wenn man irgendwie sagt, ey, machen jetzt 7 Spiele weniger pro Team, und wir machen eine Pause zwischendurch und dann machen wir eine Woche halt das. Mein Gott, in Gottes Namen, wenn das halt dann mehr Geld bringt und weniger Spiele und nicht mehr Belastung für die Spieler, meinetwegen gern. Aber ich denke, dass viele Teams auch sagen werden, Alter, die Woche, dann nehmen wir lieber ein bisschen Urlaub. Ja, dann machen wir mal lieber hier Starter auf die Bank oder wir verlieren das erste Spiel direkt und dann machen wir ein paar Tage Pause oder ein paar Tage Training. Weil die Trainingszeit ist ja auch nicht gerade dick in der NBA. Und ja, was soll man auch, wie gesagt, was mir fällt gar nichts ein, was man sagen könnte, was man da ausdrückt als Preis. Einen hohen Draft-Pick auf einmal und die Lottery sabotieren. Also, nee, ich denke, Finger weg davon. Wenn ihr was Spiel machen wollt, dann macht am Ende so ein Turnier, wo vielleicht neben den Playoffs einfach die schlechtesten Teams um die Draft-Picks spielen, obwohl ich auch nicht glaube, dass das großartig sinnvoll ist. Weil dann wird es ja umgekehrt, da wird es auch wieder ein Tanking geben, dass sich bessere Teams vielleicht, die sich in Playoffs nichts ausrechnen, sich in die Turniere rein tanken wollen, um das dann zu gewinnen. Ne, Finger weg. Weniger Spiele. 10 Spiele weniger. Ganz Produkt ist besser. Klar, verdienen die Besitzer ein bisschen weniger, aber mit dem neuen TV-Geld, glaube ich, wird das mehr als aufgefangen. Obwohl die Frage jetzt nicht kam, vielleicht auch nochmal zum anderen Vorschlag, der jetzt dort kam in Las Vegas. Dort tagt ja gerade während der Summer League. Dieses Competition Committee heißt das, also der Ausschuss der NBA, der halt zuständig ist für solche Fragen. Ja, wie spielen wir eigentlich? Ja, was für einen Spielplan gibt es? Gibt es Änderungen, Regeländerungen, Formatänderungen?
Und dort wurde jetzt vorgeschlagen von der Liga, dass man die Lottery ändert, die Draft Lottery. Da gab es ja letztes Jahr, glaube ich, dieses Rad, was vorgeschlagen wurde. Und jetzt gibt es einen Ansatz. Man möchte halt sagen, okay, um halt wirklich dieses harte Tanking zu verhindern, dass halt, wenn jetzt die Saison gelaufen ist, man weiß, welches die 14 Lottery-Teams sind, dass halt die vier Teams mit der schlechtesten Bilanz ungefähr gleiche Chancen haben, den besten Pick abzugreifen. Halt alle so um die 11%, das fünfte Team hätte 10% und dann wird es schrittweise weitergehen. Das beste Team der Lottery-Teams hätte eine 2%ige Chance, den ersten Pick zu landen, was besser ist, als dass das zurzeit der Fall ist. Und es würden nicht mehr nur die ersten drei Picks ausgelost, sondern die ersten sechs Picks. Ist ein Ansatz, der durchaus was hat. Ja, also es wäre nicht mehr so knallhart gut zu tanken, in dem Sinne, weil man einfach eine viel kleinere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen. Ja, bisher waren es 25% als schlechtestes Team, dass man halt den ersten Pick bekommt. Jetzt sind es nur noch 11 und man ist nicht das einzige Team, es sind noch andere. Aber wann immer man irgendwie eine Grenze zieht, ja, und in dem Fall wäre entweder halt bei vier Teams oder beim fünften mit 10%, werden Teams, glaube ich, immer noch gucken, dass sie, wenn sie irgendein Spiel verlieren können, am Ende mehr Prozente bekommen, dass sie da reinkommen. Ich denke, es wird auch vielleicht sogar Tanking geben, dann überhaupt in die Lottery zu kommen. Also man wird das nie ganz ausschließen können, meiner Meinung nach. Ich finde den Ansatz aber richtig. Frage ist halt, und das hat, glaube ich, Zach Lowe geschrieben, wenn ich mich nicht ganz täusche, man hat natürlich eine Menge Draft-Picks jetzt schon getradet für die nächsten Jahre. Natürlich unter der Prämisse, dass es so bleibt, wie es ist. Und man muss vielleicht dann einfach auch warten, bis man das einführt, bis diese ganzen getradeten Picks dann weg sind. Von daher wird es, glaube ich, nicht sein, was nächste Saison schon kommt, außer man einigt sich da in der Liga und sagt, gut, komm, ey, das ist jetzt auch egal. Ja, wir wollen uns jetzt neu haben, wir wollen kein Tanking mehr haben. Ich denke, ich habe schon oft genug gesagt, Tanking war nicht das Riesenproblem, ist total aufgebauscht, aber ich verstehe, dass die Liga da jetzt was machen möchte und wenn sie es können, super. Und die Idee ist jetzt nicht total von der Hand zu weisen. Bin gespannt, was das Competition Committee, was die Liga da jetzt im Endeffekt entscheidet. Mhm. Dennis Prokop fragt, wieso ist Tibor Pleiss nicht in Las Vegas? Wollen sie ihn nun doch nicht? Denn eine bessere Chance, ihn und seinen Fortschritt vom Nahen zu sehen, in Aktion gibt es ja kaum. Nein, Tibor Pleiss hat bei der Summer League nichts zu suchen, also gar nichts zu suchen. Tibor Pleiss spielt das ganze Jahr in der ACB und wird da Spieler der Woche. Leistet extrem gute Leistungen dort. Er hat eine super Saison gespielt, was viele gar nicht mitbekommen haben. Aber die Thunder haben das sehr wohl mitbekommen. Und es gab so ein bisschen Gerüchte in den letzten Wochen, da wurde auch mich reingetragen, das, was passieren könnte jetzt in Oklahoma City, haben wir jetzt gesehen, dass ein Kendrick Perkins halt nicht per Amnesty fortgeschickt wurde. Dann kann man davon eigentlich ausgehen, dass da jetzt in der Richtung nichts mehr passiert. Weil man hat Mitch McGarry gedraftet, also einen weiteren Center. Man hat immer noch natürlich den Steven Adams, der im zweiten Jahr, glaube ich, dann auch ein bisschen mehr spielen wird. Und ich glaube einfach, dass kein Platz ist momentan. Und das ist auch für Tibor Pleiss die bessere Variante wäre, zu sagen, gut, kein Problem, ich bleibe noch ein Jahr hier. Ich entwickle mich nochmal weiter in der ACB, ist die zweitbeste Liga der Welt. Und dann im kommenden Jahr können wir nochmal gucken, ob es dann halt funktioniert. Denn dann wird Kendrick Perkins Free Agent. Wenn man dann sagt, Mensch, komm rüber, wir haben hier Adams, wir haben McGarry und wir haben dich. Und es ist eine offene Wettbewerb, ja, um die Spielzeit, dann macht es halt Sinn. Aber wenn man jetzt weiß, Perkins startet sowieso, da spielt auf jeden Fall eine Menge Minuten, weil er auch viel Geld verdient, Adams macht den nächsten Schritt und hat einen Rookie, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Von daher glaube ich, dass Tibor Pleiss noch ein Jahr warten wird. Und Summer League, nochmal, es ist so, klar, für Leute wie Wiggins und so, die werden jetzt mal reingeschmissen, die lernen das System kennen, aber die spielen nächstes Jahr ja auch mit der Mannschaft. Und dann kann man halt schon mal ein paar taktische Kniffe schon mal beibringen, dass die jungen Spieler einen Vorsprung haben. Ja, deswegen ist ja oft auch so wichtig, dass wenn neue Trainer wie Derek Fisher zum Beispiel jetzt mit seinem Kader arbeitet, dass zumindest schon mal die jungen Spieler wissen, worum es geht. Das ist immer ein Vorteil, wenn es dann irgendwann ins Trainingslager geht. Ja, aber Tibor Pleiss hat da halt einfach nichts verloren. Wäre für ihn auch einfach schlechter hinzugehen. Als Center hast du super, super schwer da. Du kannst dein Spiel gar nicht oft zeigen. Und er hat Urlaub gemacht, glaube ich, bereitet sich auf die Nationalmannschaft vor. Und das ist 100-mal wichtiger, als in der Summer League zu spielen. Weil er einfach auch bekannt ist. Also Oklahoma City weiß, was er kann. Ja, von Danilo Bartel oder von Daniel Theis.
da wissen die Teams nicht, was die können. Die haben natürlich gescoutet und sagen, Mensch, komm doch mal rüber. Wir schauen dich mal hier an. Wir haben dich mal im Training. Aber das braucht Tibor Pleiss halt nicht. Ganz einfach. Christian Russwurm fragt, seht ihr einen Spieler, siehst du einen Spieler eher, aus der Summer League, der in Deutschland unter Vertrag steht, mit einer Chance auf die NBA? Ich weiß gar nicht jetzt, wer überhaupt von den Amerikanern, ich glaube, David Stockton ist ja drüben, glaube ich, aber wenig gespielt. Wer sonst noch da irgendwie mitspielt gerade, klar, die Deutschen, das weiß man. Ich denke, die Deutschen haben alle eine Chance auf einen Vertrag, aber die Summer League ist halt einfach so eine Sache immer, das ist halt super schwierig. Du musst bei einer Mannschaft sein, die auf deiner Position noch ein Loch hat, ja, wo die ein, zwei Spieler noch brauchen vielleicht, sich für die großen Positionen oder für die kleinen, was auch immer, und wo sie dich auch angucken in der Summer League. Und das kann natürlich funktionieren, wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort ist, aber du musst ja erstmal zu diesem Team kommen, die müssen dich auch einladen oder die müssen dich im anderen Team sehen und auf dich achten. Das ist halt nicht so leicht. Und ich glaube, gerade für Bartel, für Theis, auch für Elias Harris ist es nochmal extrem gut, jetzt rüberzugehen, sich zu zeigen, nochmal einen Namen zu machen und wenn es halt nicht funktioniert, nochmal in der BBL zu spielen, sich da weiterzuentwickeln. Und dann haben die Leute einen schon wirklich im Notizbuch, haben einen schon mal gesehen. Und dann geht's halt weiter. Und dann muss man halt gucken. Und dann brauchst du halt ein Team, das sich in dich verliebt, auf die eine oder andere Weise. Aber das Talent, da zu spielen. Ich meine, wie viele Leute in der NBA sitzen auf dem Arsch rum und machen halt gar nichts. Ja, die trainieren ein bisschen mit, laufen ein bisschen auf und ab und kriegen halt ihre Schecks in der Post. Das sind eine ganze Menge Leute von den, was, 450, die wir in der NBA haben. Von daher, Danilo Martel oder deine Theis, klar können die NBA spielen. Die könnten vielleicht auch, oder können bestimmt auch halbwegs okay Statistiken auflegen. Jetzt nicht 10 und 10, aber schon wahrscheinlich auch jetzt so 5 und 6, was auch immer. Nur du musst das Team haben, du musst die Chancen haben. Die müssen denken, ey, den brauchen wir. Dann muss sie auch vertraglich stimmen, dass man halt sich nicht verschlechtert, monetär. Das ist eine Menge Politik dabei. Und ich glaube nicht, dass wir einen von den Deutschen nächstes Jahr in der Summer League sehen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das Talent haben sie durchaus, keine Frage. Nabil Paar fragt, wo würdest du momentan die größte Schwachstelle bei Dennis Schröder sehen? In der Summer League hat er ja in jedem Spiel einige Turnover. Scoren kann er ja, aber ist natürlich auch ein großer Unterschied in der Summer League zu scoren als in der NBA. Ja, also ich halte es da ja mal mit der absolut Standardantwort. Der muss eigentlich alles verbessern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn ja live gesehen in L.A. im Frühjahr. Das war ganz gut, weil man einfach dann auch ganz andere Sachen erkennt, wie gesagt. Und was sagen die Clippers, gut zu sehen, war einfach zum Beispiel im Pick and Roll. Wenn man ihn sieht, wie er das nutzt, er kriegt es halt noch nicht hin, aus mehreren Gründen, der Amerikaner denn das von Norden nach Süden, also an dem Block vorbeizugehen, wirklich vertikal. Also nicht zur Seite weg vom Block, sondern halt um den Block rum und dann direkt zum Korb. Körperlich wird er da oft noch rausgedrängt, gerade von größeren Gegenspielern. Er hat noch nicht ganz das Timing da. Und es war auch oft zu sehen, dass er stellenweise so Notwürfe genommen hat, weil ihm einfach die Ruhe gefehlt hat und die Übersicht. Aber das sind halt Sachen, die junge Spieler und gerade junge Spieler, die so früh dann rübergehen und noch nicht so viel Profi-Erfahrung haben, das passiert einfach, ja, auf dem Level. Und wir sehen jetzt, genau wie wir es auch in der NBDL gesehen haben, die meiner Ansicht nach sogar vielleicht sogar besser ist als die Summer League, weil einfach dann mehr zusammen trainiert wird und ein Stück mehr Struktur drin ist, dass er da durchaus dominieren kann. Keine Frage. Klar hat immer noch Turnover, aber Turnover, vielleicht mal grundsätzlich hier. Ein Turnover ist ja nicht immer die Schuld von dem, der den Turnover spielt. Ja? Gehe ich irgendwo rein und ein Spieler von mir soll links rauslaufen, damit er da anspielbar ist und ich gucke, passt den Ball hin, der Typ ist nicht da, ist dann mein Fehler? Irgendwo schon, aber nicht mein alleiniger. Oder wenn ich irgendwo rein dribbel und ein Typ ist nicht frei, der eigentlich frei sein sollte und dann verliere ich den Ball. Ist immer noch mein Turnover, aber ist nicht immer unbedingt mein Fehler. Ja? Und in der Summer League passieren halt viele Turnover einfach, weil die Jungs sich nicht kennen. Ja? Die spielen jetzt ja nicht schon seit 2 Jahren zusammen. Die treffen sich und los geht's. Ja, klar, wir trainiert, keine Frage. Aber es ist halt nicht ein gewachsenes, strukturiertes Team. Ganz einfach. Es ist besserer Streetball. Das muss man einfach so sagen. Mit mehr Passen. Ja? Und deshalb gibt's auch mehr Turnover. Aber nee, Dennis muss eine Menge verbessern. Eigentlich alles irgendwie muss was draufpacken. Aber klar, die Turnover sind was in der NBA natürlich dann wehtut. Wenn er da mehr Spielzeit haben will, muss er die Turnover auf jeden Fall reduzieren.
Aber das geht alles einher mit mehr Erfahrung, mit einem besseren Gefühl für sich selbst auf dem Feld, besseres Gefühl für die Plays, die man läuft, die eigenen Spots, auf die man möchte. Von daher kann man das immer nicht so isoliert betrachten. Sherwin Nick Conneyard fragt, das Gros der Spieler, die die Summer League spielen, schaffen es sicher nicht ins Team der regulären Saison. Aber wie denkst du über Yuki Togashi? Minimalchance überhaupt in der NBA zu landen. Ich glaube, er spielt bei Dallas, wenn ich mich nicht täusche, ist so ein 1,70 Japaner, der ja, jetzt eine Chance bekommt in der Summer League der Mavericks. Und das gab es ja schon mal, Yuta Tabuse, ich glaube, der auch für Dallas gespielt, aber Phoenix vor ein paar Jahren, der war auch mal ganz kurz in der NBA. Die Summer League ist halt die Chance für solche Geschichten. Ja, wenn man da jemanden hat und man tut vielleicht jemandem Gefallen, den man kennt, man sagt, Mensch, komm, der kann aber gerne herkommen, der Yuki, mitspielen, wir gucken uns den mal an. Und dann gibt es halt dann Spieler wie er jetzt halt, klar, klein, schießt Dreier, schießt seine Floater und Leute finden es halt super da in Las Vegas und rufen seinen Namen. Das ist eine tolle Geschichte. Aber wenn man ehrlich ist, das ist einfach dann nichts für die NBA. Ja, also ich meine, wer holt sich denn so einen Spieler jetzt in den Kader? Das kann man sagen. Moment mal, in Dallas gab es ja schon mal einen Point Guard aus Puerto Rico, der nicht so schlecht war und auch klein war und das Pick and Roll laufen konnte. Alles keine Frage. Aber das ist immer noch eine ganz andere Geschichte, wenn jemand halt auch in den USA halt Basketball gelernt hat, körperlich auch weiter ist, als es jetzt zum Beispiel Togashi ist. Das sind immer noch Unterschiede. Und dass er jetzt da toll spielt, keine Frage, sind aber auch nicht unbedingt Defensiven, ja, die es wirklich unheimlich drauf haben. Und wenn ich ihn Vergleich gezogen habe mit José Juan Barea, JJ Barea, wie gesagt, Barea ist ein viel besserer Spieler als er, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und selbst der hat es ja auch oftmals dann schwer. Selbst der muss ja in eine bestimmte Situation gepackt werden, spielerisch, um halt in der NBA erfolgreich zu sein. Die nächste Frage kommt von Matt Zäh. Er fragt, Nils Giffey zu Alba Berlin, ist das der richtige Schritt? Ja, und ich glaube, so ein Schritt, den so ziemlich jeder im Endeffekt erwartet hat, als jetzt klar war, dass in der Summer League nicht so super läuft. Ich habe es auch schon gesagt, nach der Draft oder vor der Draft, dass ich denke, dass es für ihn genau das Richtige ist. Einen tollen Nationalmannschaftssommer jetzt spielen, dann bei Alba halt den nächsten Schritt machen, sich auch im Profibasketball etablieren. Und das traue ich ihm durchaus zu. Ich denke nicht, dass er dort untergehen wird. Es gibt ja immer Leute, die sagen, dann, Mensch, aber Alba, die jungen Spieler kriegen da keine Chance. Die kriegen schon eine sehr wohlende Chance. Die müssen halt gut sein. So, ich denke, Nils Giffey ist sehr gut. Und er wird da halt jetzt zeigen müssen, dass er halt auf der einen Seite das bringen kann, was er bei UConn gebracht hat, halt Dreier, Defense, Glue-Guy-Qualitäten, auf der anderen Seite aber auch vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Also sagt, ich kann auch selber kreieren, ich kann Führungsspieler sein. Das ist natürlich für einen jungen Spieler nicht leicht, aber es ist natürlich für einen wie ihm mit dem Potenzial, ist das das Ziel. Und in Alba kann er da in gewohnter Umgebung, er ist ja ein Berliner Junge, die Schritte halt wirklich gehen, ohne sich da jetzt irgendwo ganz neu eingewöhnen zu müssen, irgendwie ja, vielleicht damit Probleme zu haben. Nee, ich denke, das ist vollkommen richtig, kennt die Begebenheiten da und ich freue mich auf Nils Giffey. Erst bei der ANAT und dann bei Alba. Florian M. Koop fragt, Ludwigsburgs Trainer John Patrick hat gesagt, dass er am liebsten zwei Point Guards gleichzeitig auf dem Feld hat. Was sind die Vor- und Nachteile einer solchen Taktik? Auf der einen Seite kommt es immer darauf an, was die Spieler halt können. Wenn ich jetzt generell natürlich von dem Anforderungsprofil eines Point Guards ausgehe, ist es ja eher ein schneller Spieler wahrscheinlich, ein kleinerer Spieler, der gut Dreier schießt, der gut dribbeln kann, der den Ball nach vorne tragen kann, der Fast Break anführen kann. Und wenn ich zwei davon habe, klar, habe ich zwei Mann, die den Ball nach vorne tragen können, die schnell laufen können, die schießen können von außen und die defensiv eine Menge Druck machen können. Das kann ich natürlich auch alles hinbekommen, wenn ich einen guten zweiten Shooting Guard habe. Aber Shooting Guards sind natürlich traditionell, wenn sie ein bisschen größer sind, dann vielleicht nicht ganz so schnell und nicht ganz so versiert im Spielaufbau und dann vielleicht ganz so die Übersicht, weil sie auch mehr selber den Abschluss suchen. Das sind so die Vorteile, dass ich zwei Playmaker auf dem Feld habe auch. Nachteile, vor allem durch die Größe. Ja? Wenn ich dann jemanden habe, der vielleicht gegen den Shooting Guard verteidigen muss und ist dann ja vielleicht nicht 10 cm kleiner, aber 5, 6 und ein bisschen weniger kräftig und der Typ geht an oder den Low Post oder die nutzen das aus, die anderen, habe ich vielleicht ein Problem. Aber Patrick ist ja jemand, der extrem schnell spielen lässt, auch in der Defensive, extrem Druck macht. Und dann fallen natürlich, wenn du presst, wenn du den Gegner zu schnellen Aktionen zwingst, fallen natürlich die Größennachteile, die du vielleicht hast, nicht unbedingt so auf. Und das ist halt, ja, das sind die Vor- und Nachteile dieser Taktik. Patrick hat ja gezeigt in den letzten Jahren, dass er damit Erfolg hat. Aber natürlich,
gibt es ja immer verschiedene Wahrheiten, die man da immer nennen kann. Es kommt natürlich auch immer auf das Spielerpersonal an. Yannick Bauch, wie siehst du die Aussage von Bundestrainer Emo Mutapcic, deutsche Spieler sollten sich mehr auf die Nationalmannschaft konzentrieren, statt Summer League zu spielen? Überhaupt, wie siehst du die bisherige Leistung der deutschen Spieler? Das habe ich ja schon gesagt, dass du dich da ganz okay schlagen. Ja, diese Summer League-Diskussion haben wir schon immer geführt. Ja, das war schon damals, ich erinnere mich an eine Pressekonferenz in Braunschweig damals beim Supercup, wo Ademola Kulaca damals Summer League gespielt hat und irgendwie eine Frage kam an Czesław Pesic, damals Trainer der Serben, ob das denn sinnvoll ist. Und er hat sowas gesagt im Sinne wie, da kann ja jeder spielen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Ademola Kulaca war schon da und hat gesagt, das stimmt überhaupt gar nicht. Hat ihn da angebrüllt über mehrere Tische, was eigentlich ganz witzig war. Aber die haben halt beide recht. Also auf der einen Seite kann natürlich jeder eingeladen werden, auf der anderen Seite eben aber auch nicht. Ja. Und ich finde, das ist wieder viel zu hoch gekocht. Wir haben eine EM-Quali, die jetzt kommt. Klar, es ist nachteilig, wenn da halt die halbe Mannschaft oder halbe Kader wahrscheinlich im Endeffekt fehlt, weil er halt in den USA ist. Aber es ist nun mal so, dass diese Jungs, die da drüben mit sind, ihre berufliche Zukunft im Blick haben. Die sind ja nicht da am Rucker und spielen Streetball, weil sie irgendwie ein paar heiße Honeys sich da angucken wollen in der Sonne New Yorks, sondern die wollen sich empfehlen für den ja wahrscheinlich lukrativsten Arbeitsvertrag ihrer Karriere und wollen sich da einen Namen machen, wollen da in die Notizbücher und wollen sich vielleicht auch mit Leuten messen, die halt sehr, sehr gut sind, auch wenn sie vielleicht dann nicht unbedingt ein absolutes Top-Format haben. Und einige wollen es einfach auch mal gemacht haben, weil wann kommt so eine Chance mal wieder? Von daher kann ich da jeden verstehen, der das drüben halt macht und probiert. Und die Jungs wollen natürlich auch ihren Traum. Und das ist die NBA ja irgendwie für jeden verwirklichen. Klar, verstehe ich aber auch den DBB, der sagt, die Vorbereitung ist ein bisschen zerklüftet jetzt. Und also wenn wir nicht zur EM fahren, dann fahren wir auch nicht zu Olympia, was schwer genug wird, dann haben wir sich qualifiziert. Wir hätten schon ganz gerne alle hier zusammen. Es stimmt alles. Es ist vollkommen richtig. Aber es ist momentan viel zu hoch aufgehängt, auch von Mutapcic. Denn es ist nicht so, dass wir jetzt jedes Jahr fünf, sechs Mann haben, die darüber gehen. Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, eben weil die Spieler auch besser werden. Ich habe vor 2, 3, 4 Jahren meiner Five gesagt, ich meine, ey, unsere Zukunft sieht nicht aus, dass wir halt bald den nächsten Dirk Nowitzki in der NBA haben, sondern wir werden bald 3, 4, 5 Spieler in der NBA haben, die halt normales Niveau haben. Ja, vielleicht aber Rollenspieler sind. So wie es zum Beispiel viele Franzosen gibt oder Serben oder was auch immer, welche Nationen, die das geschafft haben über die Jahre, die einfach auch schon länger eine gute Jugendarbeit haben als wir. Und dass die sich dann natürlich dann irgendwie da empfehlen und das auch dann schaffen müssen, ist auch logisch. Aber man spielt ja nicht jedes Jahr über 3, 4, 5 Jahre Summer League. Das ist wirklich nicht der Fall. Und, was man auch nicht vergessen darf, jetzt gegen Polen, gegen Österreich und gegen Luxemburg, da muss man auch ganz klar sagen, da braucht man nicht jede Woche Vorbereitung. Klar, die Polen sind ein tolles Team, denke ich, das wird sehr, sehr schwer, aber es reicht, wenn man Zweiter wird in der Gruppe und selbst das sollte nicht der Anspruch sein, sollten schon Anspruch haben, das zu gewinnen, aber wir haben schon eine gute Mannschaft und der DBB sagt ja auch selber, ein Grund für die Entlassung von Frank Menz war, dass man halt nicht mehr länger warten wollte, um was zu entwickeln, sondern man wollte sofort halt Erfolg. Ja, dann müssen auch vielleicht so ein paar Wochen jetzt mal reichen, die man weniger trainiert, weil die besten Deutschen halt momentan das Summer League spielen. Andreas Blauig fragt: Nach dem 7:1-Sieg gegen Brasilien haben die Jungs auf ESPN First Take die deutsche Fußballnationalmannschaft mit den San Antonio Spurs verglichen, vor allem hinsichtlich des Passens und des uneigennützigen Spiels. Auch einen absoluten Superstar à la Messi oder Ronaldo haben sie nicht ausgemacht. Genau wie bei den Spurs. Was hältst du von dem Vergleich passend oder total Unsinn? Ich habe in den letzten Tagen und Wochen öfter mal verschiedene Podcasts, so Sport-Podcasts, die ich höre aus USA, klar, solche Parallelen gehört und muss mal ein bisschen schmunzeln. Auf der einen Seite, klar, ist es ja wirklich so. Man hat jetzt in Deutschland keinen Messi oder keinen Ronaldo, also absolute Weltstars. Man guckt, wer bei Nike in diesem ja sehr, sehr coolen Zeichentrick oder Cartoon Werbefilmchen war als Stars, da war ja kein Deutscher dabei. Ich glaube, der bekannteste deutsche Nike-Spieler ist jetzt ja Mario Götze. Von daher, klar, es gibt da niemanden, der da vielleicht die Welt so bewegt wie die beiden Jungs. Aber auf der anderen Seite gibt es auch gar keinen anderen, der die Welt so bewegt wie Messi und Ronaldo, den wirklich jeder kennt. Neymar vielleicht noch. Aber man muss ja auch mal sagen, dass die Deutschen schon ein bisschen so gespielt haben. Klar, viel gepasst.
Das gehört aber bei uns ja dann zur Taktik des Ballbesitzes und der Dominanz in dieser Hinsicht. Und uneigennützig gespielt, ja, kann man so oder so sehen. Vielleicht hätte man ab und zu mal abziehen sollen, da wäre vielleicht auch ein anderes Tor mehr gefallen. Aber klar, dass Amerikaner, die sich da jetzt eine Story denken müssen und vielleicht nicht so viel Informationen haben, das zu sehen, das ist vollkommen richtig. Und man kann es auch vertreten, keine Frage. Aber ich denke einfach, dass wir natürlich schon Stars haben. Ja, es ist nicht, dass wir eine Truppe sind von unbekannten Mittelklasse-Spielern. Also Toni Kroos ist gerade für wie viel Millionen, 30 Millionen Euro nach Real Madrid gegangen. Die holen den ja auch nicht dafür, dass er da die Schuhe halt nach dem Spiel sauber macht, sondern das ist halt ein Weltklasse-Spieler. Philipp Lahm ist ein Weltklasse-Spieler. Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Spieler. Bester Torwart der Welt. Von daher, wir haben überragende Leistungsdichte gehabt in dem Kader und ich glaube, das war auch hauptverantwortlich dafür, dass wir Weltmeister geworden sind. Und darum beneidet uns wahrscheinlich auch die ganze Welt, dass wir so eine Jugendarbeit haben, die auch entstanden ist aus dem katastrophalen Abschneiden 2000 bei der EM, wo dann ja viele Reformen eingeführt wurden, die sich dann bezahlt Macht haben nach ein paar Jahren. Von daher würde ich es nicht ganz so handweisen im Vergleich, aber irgendwo ja, fehlt den Kollegen drüben natürlich auch ein bisschen der Einblick dann in den Fußball, gerade glaube ich den Leuten bei First Take. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend nochmal der Hinweis, Sommerzeit, Urlaubszeit, wenn ihr was zu lesen braucht, momentan kommt eine Menge Bestellungen rein, Planet Basketball. Das Buch, das wir mit Jan Hieronymi geschrieben haben, der auch demnächst mal wieder irgendwann hier auftaucht, wenn er Zeit hat. 512 Seiten, die größten NBAs aus den letzten 30 Jahren, unsere Lieblingsspieler, nee, Lieblingsspieler gar nicht, doch Lieblingsspieler, klar. Und Sorgenkinder, ein ganz Kapitel über Basketball, Fansein in Deutschland. Inside-Stories von unseren Trips in die NBA, wie wir mal im Puff gepennt haben. All diese Geschichten gibt's. Planetbasketball.de, kostet 20 Euro. Dicker, dicker, dicker Wälzer. Braucht ihr lange, um den durchzulesen. Guckt's euch an. Auf planetbasketball.de gibt's Rezensionen. Auf amazon.de gibt's Rezensionen. Aber wenn ihr kaufen wollt, vielleicht lieber über planetbasketball.de. Da bleibt ein bisschen mehr bei uns hängen. Und die Bücher kommen eh alle von mir. Ich pack die im Keller ein. Schreibt auch gerne Widmung rein, wenn ihr wollt. Einfach bei eurer Bestellung mit angeben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch ein wahnwitzig tolles Wochenende mit der ganzen Hitze, die jetzt da ist. Ich fahre gleich nach Wolfsburg, deswegen heute alles ein bisschen früher. Wir sprechen uns Dienstag wieder bei der Dienstagsshow.